Achtsam auf Social Media unterwegs sein, geht das? Die sozialen Plattformen, die sind so aufgebaut, dass man möglichst reingezogen wird und viel Zeit dort verbringt. Und auch ich als Content Creator habe oft das Gefühl, ich muss möglichst viel posten, damit die Leute mich auch sehen. Und oft kommt so die Frage auch bei meinen Kunden, muss ich mich wirklich ständig zeigen auf Social Media? Oder es gibt doch schon so viele Leute, die immer ihr Ego in den Vordergrund stellen. Dass es Mindful Social Media gibt, davon ist Bianca Fritz überzeugt. Und sie hat auch ein Buch mit diesem Titel geschrieben. Und ich sehe Bianca sehr oft auf Instagram. Sie ist dort sehr fleißig, postet Stories, Beiträge und auch Reels. Und einmal habe ich sie auch schon live getroffen an einem Netzwerktreffen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass Bianca, dass du heute bei mir hier im Talk bist. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Judith. Ich freue mich auch. Du hast lange als Journalistin gearbeitet und dann hast du dich, also du hast auch die, in der Schweiz ist das bekannt, das ist das größte Elternmagazin Fritz und Franzi, du hast dort dann auch die Online-Redaktion geleitet. Was hat dich damals in den Journalismus gezogen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hatte schon als Kind immer eine sehr große Lust dazu, Geschichten zu erzählen. Also ich erinnere mich gerade daran, dass ich schon im Handwerksunterricht saßen die Leute um mich rum, weil es so langweilig war, das Stricken. Und ich habe währenddessen irgendwelche Geschichten erfunden und habe die erzählt. Also da war schon immer so etwas da. Und tatsächlich war es aber. Ja, es war eine Mischung aus einer Herzensentscheidung, weil ich gemerkt habe, als Journalistin darf ich meine Neugier so richtig schön ausleben. Ich darf in die verschiedenen Bereiche reinschnuppern, darf alle Fragen stellen. Es gibt quasi keine blöden Fragen und so. Das hat mich sehr gezogen am Journalismus. Und zugleich war es auch ein bisschen eine Kopfentscheidung, weil ich als Kind eher gedacht habe, so, oh, ich schreibe mal Romane, ich schreibe mal Geschichten. Und Journalismus war halt so dieses, das ist das Schreiben, mit dem man auch Geld verdienen kann, von dem man auch leben kann. Also es war beides. Beides hat tatsächlich mitgespielt dort. Du hast schon immer gern geschrieben, höre ich da. Und wir werden dann später auch noch auf dein Buch kommen, das du geschrieben hast. Du hast dich dann aber entschieden, dich selbstständig zu machen. Was hat dich dazu gebracht, dass du dann eigentlich aus deinem auch guten Job im Journalismus ausgestiegen bist? Ja, das war ein langer Prozess. Also es war eine lange Entscheidung für mich, ob ich das machen möchte oder nicht. Und es gibt eine Seite am Journalismus, wo ich merke, die ist bei mir nicht ganz so stark drin. So dieser Wunsch, Dinge aufzudecken, Missstände aufzudecken, den viele Journalisten haben, den habe ich nie so ganz gespürt. So diesen Drive, noch zum fünften Mal beim Rathaus anzurufen und die Frage noch ein bisschen raffinierter zu stellen, um vielleicht eine andere Antwort zu bekommen. Was ich aber gemerkt habe, welche Seite mich total fasziniert hat, war dieses mit Menschen sprechen, die für eine bestimmte Sache begeistert sind, aber denen es nicht so gut gelingt, diese Sache in Worte zu fassen. Also ich konnte mich dann immer richtig schön mitbegeistern. Selbst beim Minigolfclub von Teenagern habe ich dann gemerkt, wie toll Minigolf sein kann, wo ich eigentlich zuerst gedacht habe, das sei eigentlich was ziemlich Langweiliges und so. Und eben dieses, wenn Menschen für was Feuer und Flamme sind und ihnen dann helfen, das rüberzubringen und auch eine gewisse Übersetzungsarbeit zu leisten, damit es für andere klarer ist. Also was mich auch sehr fasziniert hat, waren immer wissenschaftliche Themen. Über die habe ich super gern geschrieben im Journalismus, weil ich mich da eben in so eine komplexe Materie einarbeiten konnte und das dann so ganz einfach runterbrechen. Und dann kam für mich noch mit dazu, dass ich eben die ganze Welt der Achtsamkeit, der Persönlichkeitsentwicklung, diese ganze große Welt für mich entdeckt habe, mich als Yogalehrerin auch habe ausbilden lassen und festgestellt habe, da gibt es so viele Menschen in diesem Bereich, die wirklich was Tolles in die Welt bringen, die wirklich die Welt verändern möchten und nicht die richtigen Worte dafür finden. Und zugleich auch so eine Scheu haben und genau diese Vorstellung, die du mir gerade beschrieben hast, mit diesem, wenn ich auf Social Media bin, dann steht doch mein Ego so stark im Vordergrund und das möchte ich gar nicht. Und da
habe ich dann angefangen, erstmal nebenberuflich Workshops zu geben. Ich habe angefangen, mit Yogalehrerinnen und Yogalehrern, denen erstmal zu helfen mit Social Media Marketing und habe dann meine Zielgruppe immer mehr ausgeweitet und auch der Wunsch nach der Freiheit, die Selbstständigkeit mit sich bringt. Also ich sitze jetzt gerade auf Fuerteventura und kann hier arbeiten. All das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich wage jetzt diesen Sprung. Du hast dann auch ein Buch herausgebracht, dieses hier, Mindful Social Media Marketing. Kann es übrigens sehr empfehlen. Es ist wirklich eine Schatzgrube, um den eigenen Inhalten zu arbeiten. Und ein großer Teil, vor allem am Anfang, da geht es um das Warum. Und das Warum, das ist ja auch so stark in deinem Claim drin, als du sagst, dein Warum ist die Antwort. Genau. Kannst du das so erzählen? Was heißt das genau? Das Warum ist eigentlich für mich eben genau dieser Schlüssel, dass nicht das Ego auf Social Media im Vordergrund stehen muss, sondern dass man sich überlegt, was ist es denn, was mich wirklich antreibt? Also zum einen die persönliche Motivation, was ist es, was mich antreibt, aber auch, womit kann ich den größten Impact haben, womit kann ich am meisten bewegen auf der Welt, wo kann ich etwas beitragen? Und das große Warum liegt quasi in der Schnittstelle dieser beiden Dinge. Und dadurch ist natürlich zum einen die Motivation sehr, sehr hoch, Dinge voranzutreiben, dran zu bleiben, zu kommunizieren, auch nach draußen zu gehen. Und zum anderen ist gerade bei der Sichtbarkeit, bei dem großen Thema Sichtbarkeit, kann man sich immer wieder sagen, okay, ich werde ja gar nicht sichtbar, weil es um mich geht, sondern es geht hier eigentlich um was Größeres. Es geht um was anderes. Es geht um was, was über mich hinausgeht. Es geht einfach darum, dass ich etwas habe, mit dem ich helfen kann, mit dem ich etwas beitragen kann. Und deshalb stelle ich tatsächlich für die gesamte Kommunikationsstrategie das Warum ganz stark ins Zentrum und sage, das ist die Basis. Da arbeite ich mit meinen Klientinnen und Klienten erstmal einen Satz aus, den sie so richtig spüren können. Und von dort aus entsteht dann eigentlich die Kommunikationsstrategie. Was kannst du so einen Tipp mitgeben, wenn sich jetzt jemand einfach mal so grundsätzlich etwas Gedanken über das eigene Warum machen möchte? Wie kann man da so langsam mal eintauchen? Ja, ich habe so ein paar Fragen, die eigentlich immer ganz gut was hervorkitzeln. Also das eine ist, dass man nochmal so auf den Lebensweg guckt, den eigenen Lebensweg und schaut, wo habe ich da wichtige Entscheidungen getroffen. Also das kann zum Beispiel die erste Berufswahl gewesen sein oder auch Berufswechsel. Das können Trennungen gewesen sein, Umzüge, also alles, was größere Entscheidungen waren, wo man so im Leben ein bisschen die Richtung gewechselt hat. Und dann schauen, was war es, was mich damals angetrieben hat? Und sind da vielleicht irgendwelche Muster? Sind es da Motive, die immer wieder kommen bei diesen Entscheidungen? Und dann richtet man wiederum den Blick ein bisschen in die Zukunft. Und da hilft für mich als allererstes so für den Übergang die Frage, was läuft schief auf der Welt? Worüber kann ich mich so richtig aufregen? Weil das zeigt immer, wo die eigenen Werte und Bedürfnisse auch verletzt werden. Und dann wiederum sich zu fragen, okay, und das, was ich jetzt kann und gelernt habe, wie kann ich damit dazu beitragen, das vielleicht zu ändern? Und das klingt jetzt komplex und vielleicht hat man das Gefühl, dass am Schluss überall andere Antworten rauskommen. Aber wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, entweder ich arbeite gerne mit Journaling oder auch indem man ein Gegenüber hat, das diese Fragen stellt und einem die Antworten auch zurückspiegelt, dann ist meine Erfahrung, dass am Schluss immer ein oder zwei Grundbedürfnisse stehen bleiben. Also die menschlichen Grundbedürfnisse von zum Beispiel Sicherheit, Anerkennung, Liebe, Freude, all diese Dinge. Und wenn man dann dieses Grundbedürfnis herausgefunden hat, dann geht es eigentlich wirklich nur noch um die Worte. Also wie fasse ich das in einen Satz, der mich berührt und der auch meine Rolle dabei nochmal definiert? Weil das Verb ist natürlich auch etwas sehr Wichtiges in so einem Warum-Satz. Super, vielen Dank. Also ich kann da auch nochmals sagen, in diesem Buch führst du ja auch sehr, sehr schön durch diese Fragen, durch diese Themen, damit man sich eben an dieses Warum herantasten kann. Und du wirst uns dann am Schluss auch noch dein Create and Shine Programm vorstellen, das du ja vorher gesagt, eben mit deinen Kunden, dass du das wirklich auch persönlich mit ihnen ausarbeitest. Wenn du jetzt ja mit deinem Warum auftrittst, du bist
sehr aktiv auf Social Media. Und es ist so lustig, du hast vorher am Anfang erzählt, wie du in der Schule warst und da Geschichten erzählt hast, wenn es langweilig war und alle haben einen Kreis um dich gemacht. Ich kann mir das gerade so vorstellen. Ich fühle mich so, wenn ich bei dir in Instagram bin und dir zuhöre, du erzählst Geschichten und es ist, ja, ist wirklich schön, dir zu folgen und da teilzuhaben. Und du wirkst auch so natürlich. Hast du dich von Anfang an wohlgefühlt vor der Kamera oder wie war dein Weg dazu? Also ich bin Löwin vom Sternzeichen. Von daher ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Vorteil, dass ich das ganz gerne mache. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich keine Ängste habe und dass ich nicht nervös bin und dass ich nicht auch manche Videos mehrfach drehe und schaue, bis es für mich stimmt. Aber wenn du so fragst, ja, wahrscheinlich habe ich einen Vorteil dadurch, dass ich immer schon gerne erzählt und geteilt habe. Also auch was mir so passiert. Ich habe ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis einfach auch. Also zum Beispiel, als ich mit meinem Rucksack durch Australien gereist bin, habe ich vorher ein Tiermagazin angefragt, weil ich genau wusste, mich interessiert besonders die australische Tierwelt, ob sie nicht Lust haben, dass ich sie mitnehme. Und habe da war Bloggen noch gar nicht so groß, habe ich einen der ersten Blogs dann auch geschrieben und erzählt von meinen Tierstationen in Australien. Also so dieses Mitteilungsbedürfnis hatte ich tatsächlich auch schon immer. Ja. Ja, sehr schön. Also ich denke, ist bei mir auch ein bisschen so. Also ich war nie jetzt die ganz kamerascheu war, das zuerst überwinden musste, sondern das war eigentlich da und dann, ja klar, eben auch bei mir die Nervosität und man wächst da rein und lernt natürlich immer dazu. Gibt es natürlich verschiedene Level. Und ich denke, du hast wahrscheinlich auch Kunden wie ich auch, für die Hürde viel größer ist, eben dann vor die Kamera zu stehen. Wie ermutigst du sie? Ja, tatsächlich. Also ich muss da gerade an eine Kundin denken, die war sich sehr unsicher, ob sie mein Programm buchen möchte und hat mir gleich von Anfang an ganz viele Sprachnachrichten geschickt und hat gesagt, nur damit das klar ist, ich werde niemals vor die Kamera treten. Dann habe ich gesagt, okay, dann finden wir einen anderen Weg. Dann schauen wir, wie du sonst sichtbar werden kannst und so. Und es hat dann vielleicht 3 Wochen gedauert oder so. Und es war wirklich von mir kein Pushen dabei, sondern das kam dann automatisch. Das kam wirklich dann auch so ein Bedürfnis, nach draußen zu gehen. Und ich glaube, das eine ist tatsächlich, dass ich ganz gut mitreißen kann, wie viel Spaß das machen kann, wie viel Freude das machen kann, das einfach mal auszuprobieren und auch in kleinen Schritten dahin zu gehen. Und das andere ist auch wirklich, ich komme da immer wieder drauf zurück, aber dieses, wenn ich weiß, warum ich vor die Kamera trete, wenn ich weiß, es geht nicht mehr darum, bin ich hier gerade schön geschminkt oder sitzt mein Haar perfekt oder nicht, dann ist es plötzlich sehr, sehr viel leichter. Und mit den einzelnen Schritten, also was ich meinen Kunden immer mitgebe, ist, dass sie vielleicht erst einmal beginnen mit Stories. Sich in Stories zu zeigen, also in eine Story quasi hineinzuquatschen, weil das diesen großen Vorteil hat, es ist nur 24 Stunden da, das heißt, die Hürde ist schon mal etwas niedriger. Ich kann es nochmal anschauen, bevor ich es abschicke und ich kann es so oft ich möchte aufzeichnen, bevor ich es das erste Mal abschicke. Und deshalb finde ich, da ist wirklich die Hürde ganz klein. Vielleicht sind es auch erstmal nur so ein paar Sekunden oder so, einfach um da so Schritt für Schritt reinzufinden. Ja, finde ich eine super Idee. Und es ist ja auch so, die Stories, die sind einfach vom, auch wie wir sie konsumieren und da reingehen, da ist die Erwartung auch vom Zuschauer nicht so, oh, da muss jetzt alles super schön im Licht und weiß ich was sein, sondern es ist eben, es ist spontan, es ist, man erzählt aus dem Leben. Ich finde es auch sehr, sehr schöne Möglichkeit, um einfach mal anzufangen, sich zu zeigen. Du hast noch ein anderes Thema. Eben du hast gerade gesagt, du teilst gerne und gibst deine Inhalte weiter und du schreibst auch gerne, gibst es gerne auch in schriftlicher Art und Weise weiter.
Journaling ist bei dir auch so ein Thema. Ich habe bei dir anfangs ja auch so eine Journaling-Challenge gemacht und Journaling, so eine Art Tagebuchschreiben, aber eben trotzdem nicht klassisches Tagebuchschreiben. Was bedeutet für dich Journaling? Ja, also Journaling ist erst einmal ganz wichtig, das Schreiben von Hand. Für mich funktioniert das tatsächlich nur, wenn man von Hand schreibt, weil ich das Gefühl habe, dass Hand und Herz eine besondere Verbindung haben, weil man ein bisschen den Speed rausnimmt und dadurch andere Formulierungen auch findet. Also man schreibt langsamer, als wenn man im Zehn-Fingersystem tippt. Und es ist sinnlicher. Und man sagt, dass man einfach besser auch auf das Unterbewusstsein zugreifen kann. Also ich merke das besonders, wenn ich länger journale, wenn ich jetzt, ich sag mal, mehr als anderthalb DIN A4 Seiten schreibe, dann schreibe ich plötzlich Dinge auf, von denen ich nicht wusste, dass ich sie denke. Oder dass ich sie auf diese Art und Weise denke. Und staune dann ganz oft über mich selbst. Was heißt das eben, dass da Dinge kommen? Heißt das, du legst einfach mal los und schreibst? Es gibt verschiedene Methoden. Eine davon ist eben genau dieses Loslegen und Schreiben. Das ist eine, die ich sehr liebe. Das kommt ursprünglich von Julia Cameron. Die Morgenseiten, also so heißen sie vor allem, wenn du sie wirklich ganz frisch am Morgen als allererstes, ersten Teil auch deiner Morgenroutine schreibst. Sie schlägt drei DIN A4 Seiten vor, was eine ganze Menge ist. Es funktioniert meiner Einschätzung auch, wenn man weniger schreibt. Also es geht einfach darum, dass man erstmal den Kopf leert und erstmal schreibt. Wirklich ganze Sätze im Fluss bleiben und selbst dann, wenn man das Gefühl hat, es kommt nichts mehr, dann schreibt man genau das auf. Was für eine blöde Übung. Ich glaube, da kommt gar nichts mehr. Soll ich hier wirklich noch weiterschreiben? Und irgendwann geht es weiter. Also man folgt quasi einfach den eigenen Gedanken und schreibt das Ganze runter. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne morgens, wenn ich aufwache und schon merke, dass mich etwas beschäftigt. Vielleicht ein bestimmtes Thema oder dass sich der Kopf schon so richtig voll anfühlt. An solchen Tagen mache ich sowas sehr gerne. Also, wenn du sagst, der Kopf ist schon richtig voll, dann schreibst du wie das raus, eben was in deinem Kopf ist. Genau. Und es ist auch, also es ist zum Beispiel ganz anders, als wir es so ein bisschen aus der positiven Psychologie kennen. So, ich soll hauptsächlich das alles positiv formulieren und schöne Sätze und so. Nein, gar nicht. Also rotz es aufs Papier, dann ist es weg. Es ist wirklich, es kann so, so hilfreich sein, einfach mal zu sagen, was wirklich in einem vorgeht und was man vielleicht auch für Zweifel hat und so. Und wenn das einmal rausgeschrieben ist, ich habe wirklich das Gefühl, dann kann ich das Heft zumachen und ich kann in meinen Tag starten und das hat seinen Platz gefunden. Das ist jetzt einfach weg, das ist versorgt. Genau. Und dann gibt es eben noch die gezielteren Journaling-Methoden, wo man dann mit bestimmten Fragen arbeitet. Die hast du zum Beispiel hinten in meinem Buch. Also das war für mich auch schon immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte das auch in die Arbeit mit dem Content Marketing, in die strategische Arbeit mit einfließen lassen, weil ich einfach weiß, wie kraftvoll das ist, Dinge von Hand aufzuschreiben. Zwar auch Überzeugungsarbeit beim Verlag, dass ich gesagt habe, doch, ich möchte, dass da hinten Seiten sind, wo leere Zeilen drin sind und die man wirklich ausfüllt, weil es ja doch auch ein bisschen unüblich ist, wobei es kommt immer mehr, es ist immer mehr im Kommen. Und wenn du mit gezielten Fragen arbeitest, dann arbeitest du natürlich an einem bestimmten Thema. Also jetzt in meinem Buch ist es eben darum, geht es darum, die eigene Strategie und was einem wirklich wichtig ist, dabei herauszufinden. Du kannst aber auch, wenn du Journaling mehr so im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung angehst, kannst du zum Beispiel bestimmte Themen vertiefen. Also ganz typisch ist das Dankbarkeitstagebuch, dass man zum Beispiel abends 5 Dinge aufschreibt, für die man heute dankbar war, ganz konkrete Dinge und damit ein bestimmtes Gefühl kultiviert. Und dann gibt es noch eine dritte Art und Weise, wie man das Journaling gut einsetzen kann, nämlich tatsächlich auch für die eigene Planung, für das zielgerichtete Vorgehen. Also, dass man sich Ziele setzt und sich immer wieder fragt, wo stehe ich denn eigentlich gerade in Bezug auf dieses Ziel? Was habe ich heute für dieses Ziel getan? Was habe ich vielleicht dabei gelernt? Also, dass es wirklich sehr zielgerichtet auch genutzt werden kann. Bei der also bei der Journaling Challenge, die ich bei dir gemacht habe, haben wir dann auch wirklich Ideen daraus gezogen, um eben Social Media Beiträge zu machen, um einfach auch die, wie soll ich mal sagen, die eigene Ideenbörse zu füllen. Wie würdest du da vorgehen jetzt, oder wie machst du das? Sammelst du so deine Reels Ideen zum Beispiel?
Manchmal. Also dadurch, dass das Journaling bei mir tatsächlich eine tägliche Praxis ist, würde ich sagen, ja, manchmal fließt das einfach mit rein. In der Challenge, die wir gemacht haben, finde ich übrigens ganz schön, wenn du das vielleicht einfach aus deiner Perspektive erzählst, weil ich kann ja immer viel erzählen, aber du warst ja als Teilnehmerin dabei. Da habe ich natürlich ganz gezielt Fragen herausgegriffen, wo ich das Gefühl hatte, ah, da könnten Schätze verborgen liegen, um entweder über persönliche Themen zu sprechen und damit quasi dem ganzen Account eine persönliche Note zu geben oder auch um ein bisschen anders über das eigene Angebot zu sprechen, als man es bisher gewohnt war. Ja, also ich erzähle da gerne noch auf meine Seite. Eben, es waren wie verschiedene Themen. Also gestartet, ich glaube, es war der Start eben auch einfach mal dieses Morgen-Journaling, einfach drauf losschreiben. Das fand ich schon sehr spannend. Ich dachte auch, was schreibe ich da? Ich hatte eher einen leeren Kopf am Morgen. Und dann kam da, ja, wirklich, da kamen so viele einfach Sätze und Ideen und Reflexion auch. Und eine Übung war zum Beispiel einfach, ich weiß nicht, wir waren es 20 Gründe, warum sollten die Leute meinen Kurs kaufen? Und ich war so begeistert, dass ich schlussendlich sogar mehr als 20 aufgeschrieben hatte. So, wow! Da kann ich natürlich immer auch wieder zurückgreifen in meine Kommunikation, wenn ich wieder ein paar Argumente suche. Und dann aber eben auch das Persönliche. Also da, wo ich eigene Geschichten aus meiner Kindheit gesucht habe. Oder die Übung auch, was hält mich zurück, mich vor der Kamera zu zeigen. Einfach nur schon, also du hast mir wirklich nur schon die Idee gegeben, hey, auch diese Dinge, oder, können sich, eignen sich, um einen Post zu machen, weil es geht wieder nicht darum, was ich alles Cooles erlebt habe, sondern es sind so viele Menschen, die sich damit identifizieren, die sagen, hey, ja, stimmt, weißt du, das war auch damals auch schwierig für mich, oder ja, genau, sage ich, mega cool, lass uns da, uns ermutigen, an solch guten Dingen dran zu bleiben. Und also ja, das hat mir sehr, sehr viele gute Ideen gegeben. Super, das freut mich total. Ich finde, was du gerade erwähnt hast, bringt mich noch zu einem Gedanken, nämlich, dass ich glaube, dass Storytelling oft falsch verstanden wird. Also eben, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen denken, ich muss etwas Bestimmtes, Großes erlebt haben, um eine Geschichte zu erzählen. Aber oft sind ja die inneren Geschichten, die Gedanken, die bei uns ausgelöst werden, die sind ja eigentlich spannend. Da lerne ich diese Personen kennen. Also einfach mal ein Beispiel von einer Mini-Mini-Geschichte, die ich mal erzählt habe. Da war ich in der Schweiz in den Bergen und wir waren bei einer Familie untergebracht. Und er hat morgens die Karte rausgeholt, also der Vermieter, und hat uns alles Mögliche aufgemalt, wo wir hingehen können. Und er hat sich so unfassbar viel Zeit gelassen und hat es mit so viel Liebe und Detail gemacht, dass es mich nervös gemacht hat, dass ich aufstehen musste und das mal quasi anfangen musste, das Frühstück abzuräumen und abzuspülen und so. Und da habe ich mir eben Gedanken darüber gemacht, was das für eine unterschiedliche Geschwindigkeit ist, die ich aus meiner Lebenswelt von Basel mitbringe und die hier vorliegt. Also ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich darf doch nicht so viel Zeit von ihm in Anspruch nehmen. Und allein dieses innere Erlebnis, auch das ist eine Geschichte. Es ist ja nicht viel passiert. Er hat mir einfach nur auf der Karte gezeigt, wo wir wandern gehen können. Aber auch das kann eine Geschichte auslösen. Ja, sehr schön. Okay, ich kann wirklich nur ermutigen, probiert es aus, auch einfach mal Papier, Stift zu nehmen und es fließen zu lassen. Also es braucht am Anfang gar keine Fragen und dann kann man aber auch in Themen hineingehen. Liebe Bianca, danke vielmals für diese wunderbaren Inputs, die du uns hier gegeben hast, für die kleinen Geschichten, die du jetzt auch hier schon wieder geteilt hast. Ich werde natürlich dein Buch gerne unten verlinken und sag doch noch, wie können jetzt die Leute, die hier zuschauen, auch mit dir zusammenarbeiten? Wenn sie sagen, hey, ja, ich möchte gerne mit jemandem zusammen mein Warum herausarbeiten und einfach auch begleitet werden bei meinem achtsamen oder mindful Social Media Marketing Auftritt. Sehr gerne. Also ich habe ein Jahresprogramm wirklich für Purpose-Unternehmerinnen, also für Menschen, die auch ihr Warum in den Fokus stellen möchten, die sagen möchten, ja, ich habe da etwas, was mich antreibt. Vielleicht weiß ich noch nicht genau, was es ist und ich kann es noch nicht so genau formulieren, aber ich glaube, dass es mir eben nicht nur um Gewinnmaximierung geht, sondern es steckt mehr dahinter.
Und in diesem Jahresprogramm arbeite ich mit den Menschen eins zu eins ihren Warum-Satz aus in einer Warum-Breakthrough-Session. Das ist so ein bisschen meine Spezialität, wo mir, glaube ich, auch meine journalistische Spürnase ein wenig zugutekommt, dass ich die Menschen schnell erfassen kann. Und danach geht es darum, auf diesem Warum die eigene Strategie aufzubauen. Da gibt es 16 Wochen dann einen Intensivteil. Und danach findet man dann einen eigenen Content-Workflow, in dem man von mir immer wieder Planungstools und Impulse bekommt. Also man wird ein ganzes Jahr lang wirklich begleitet in einer Facebook-Gruppe auch mit mindestens monatlichen Calls. Aber wir haben verschiedene Arten von Calls, auch Coworkings, damit man in die Umsetzung kommt. Und auch so Specials wie zum Beispiel die nächste Journaling-Challenge ist für die Leute, die im Jahresprogramm sind, immer mit dabei. Das heißt, create and shine. Und was mir tatsächlich wichtig ist, ist, dass man die Freude am eigenen Content entwickelt und den wieder so von innen heraus entstehen lässt, wie du das auch bei der Journaling Challenge so erleben konntest. Den Link, den findet ihr unten im Text und dann sage ich jetzt nochmals vielen herzlichen Dank. Bianca, schön, dass du da warst und ich wünsche dir noch eine ganz gute Zeit jetzt auf Fuerteventura und natürlich auch dann eine gute Rückreise. Ich danke dir sehr, war sehr schön bei dir zu sein. Und danke auch dir, dass du uns zugehört hast und mich nimmt's Wunder, was du denkst, was sind deine Strategien, um eben achtsam vielleicht auch unterwegs zu sein auf Social Media. Schreib es doch unten in die Kommentare, deine Ideen, deine Gedanken und auch vielleicht, was deine Herausforderungen sind. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.